Hallo, ich grüße euch recht herzlich zur Minecraft-Weihnachtsgeschichte. Ich bin euer Erzähler für die nächsten 24 Tage. Aber fangen wir doch einfach an. Jacob Marley war tot. Damit wollen wir beginnen. Als er noch lebte, war Mr. Marley Geschäftspartner eines gerissenen Geldverleihens namens Ebenezer Scrooge. Niemand mochte diesen habgierigen Geizhals Scrooge, denn er hatte nichts übrig für das Leben anderer Menschen. Er hatte nur sich selbst als Gesellschaft. Selbst Weihnachten war für ihn der größte Humbug. Und genau aus den Augen dieser Person möchten wir euch diese Geschichte erzählen. Mr. Cratchit, haben Sie sich schon mit den Zwangsräumungen für morgen befasst? Aber morgen ist doch Weihnachten. Dann packen Sie sie in Geschenkpapier ein. Im Dezember ist es immer besonders schlimm. Die Leute geben viel zu viel Geld für irgendwelchen unsinnigen Schnickschnack aus. Da gibt es viele Zwangsvollstreckungen. Tja, für Geldverleiher wie mich ist das die Erntezeit. Mit Verlaub, Mr. Scrooge, es ist sehr kalt draußen und somit auch hier drin. Wäre es denn nicht möglich, wenn wir ein wenig mehr Kohle verheizen würden? Wäre es nicht möglich, wenn Sie plötzlich zum Heer der Arbeitslosen gehören? Okay, Sie haben mich überzeugt. So kalt ist es ja auch wirklich nicht hier drin. Fröhliche Weihnachten, Onkel. Humbug. Das meinen Sie doch nicht im Ernst. Welchen Grund hast du, fröhlich zu sein, arm wie du bist? Welchen Grund haben Sie, schlecht gelaunt zu sein bei dem ganzen Geld, was Sie haben? Wenn es nach mir ginge, sollte das ganze Weihnachtszeug abgeschafft werden. Onkel... Neffe, feier du Weihnachten auf deine Art und lass es mich auf meine tun. Weihnachten ist das Fest der Liebe. Ja, da kann ich Ihren Neffen nur zustimmen. Und wie schön lässt es sich erst feiern, wenn man zum Heer der Arbeitslosen gehört? Ihre Argumente überzeugen mich, wie immer, wieder aufs Neue. Ach Onkel, kommen Sie doch am Sonntag zu uns zum Weihnachtsessen. Wir würden uns riesig freuen. Humbug! Und jetzt verschwinde hier! Sie können mir meine Weihnachtsstimmung auch nicht vermiesen, Onkel. Also, fröhliche Weihnachten. Ihnen auch fröhliche Weihnachten.